Hallöchen, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einem neuen Indie-Horrorspiel hier auf meinem Kanal. Wir schauen heute gemeinsam in die Demo von Cursed Bed rein und ja, das Ganze ist ein Horrorspiel mit Puppen und ja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Let's go! Wo sind wir denn hier heute gelandet? Okay, heute sind wir hier an einer Vorschule. Und wir betreten mal das Grundstück und wow, was beginnt denn hier gerade für eine unheimliche Melodie? Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Wir gehen mal hier vor. Ja, das Ganze sieht zu aus. Ne, da kommen wir nicht durch. Es sei denn, ich finde hier etwas wie eine Axt oder so. Wir gehen mal auf den Spielplatz. Ja, und eines habe ich gelernt in meiner Kindheit. Spielplätze sind immer unheimlich. Und was ist das denn hier? Haus 8. Ob ich diese Nummer für irgendetwas gebrauchen könnte? Gucken mal weiter. Hier ist nochmal so etwas. Hier haben wir eine 5. Und dazu Krankenhaus dastehen. Also haben wir jetzt schon eine 8 und eine 5. Das brauchen wir doch bestimmt für irgendein Rätsel oder sowas. Mal sehen, ob hier noch mehr Nummern liegen. Ja, hier. Hier haben wir eine 3. Okay. Also 8, 5, 3 haben wir jetzt schon. Was steht denn hier? Da vorne ist auf jeden Fall eine Tür. Mal sehen. Vielleicht ist dort was dran wie ein Schloss, wo wir dann diese Nummern von eben brauchen. Kann ja ganz gut sein. Hier ist eine 7. Gucken wir mal hier ran. Nee. Hier ist nichts dran wie ein Schloss. Hierfür bräuchte ich, wenn dann irgendwelches Werkzeug oder so. Aber ich meine, irgendeinen Nutzen müssen ja diese Nummern hier haben. Und ich muss gestehen, ich würde gerne mal eine Runde schaukeln. Ich war lange nicht mehr schaukeln und als Kind habe ich das immer sehr, sehr gerne gemacht. Boah, der Himmel auch hier. Also die Atmosphäre ist gerade schon echt düster und vor allem, meine Güte, wie sieht denn hier oben der Himmel aus? Das sieht aus wie das Tor zur Hölle oder vielleicht steht auch der Weltuntergang hier bevor? Fragen über Fragen. Oder vielleicht kommt auch ein Teufel dort oben gleich runtergeflogen. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall gehen wir mal hier rüber. Hier drüben ist ein weiterer Spielplatz. Was steht denn dort hinten? Rest in Peace. Ist dort ein Grab? Wir gehen gleich mal dorthin. Hier sind auf jeden Fall wieder solche Würfel. Moment, wir gehen mal hier rum. Was liegt denn hier? Ein kleines Schweinchen. Oh, das Plüschtier würde ich gerne mitnehmen. Kleiner Funfact am Rande, ich selbst habe auch noch ein paar Plüschtiere. Wie sieht's mit euch aus? Haut's gerne mal in die Kommentare. Gibt es hier noch etwas? Hier liegt noch ein kleines Plüschtier rum. Hey, was haben wir hier? Was ist das denn? Okay, was war das? Wir schauen mal kurz hier rein. Okay. Ah, Padlock Key, okay. Gut. Ja, und das ist eine Adressekarte. Die Adressekarte hier zu diesem Gebäude, ja. Stellt sich sowieso die Frage, ja. Was macht unser Protagonist hier? Ja. Warum ist er hierher gekommen? Er muss ja irgendeinen Grund haben, ja. Ich dachte gerade,
Hier ist irgendetwas. Ja, und hier ist auf jeden Fall gar nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir diesen Schlüssel hier nutzen können. Wir gehen mal hier nach draußen. Weil hier gibt es ja auch noch zwei Wege, so wie es aussieht. Hier geht es einmal nach links und einmal nach rechts. Und ich muss ganz klar gestehen, wenn ich er wäre, wenn ich unser Protagonist wäre, ich würde mich direkt wieder hier auf das Fahrrad setzen und schnell weg hier. Das wäre das, was ich tun würde, ja. Weil hier würde ich echt nicht rein wollen. Und wenn dann zumindest nicht alleine. Weil das ist echt unheimlich hier. Hey, da vorne steht wieder etwas an der Wand. Wir rennen da mal hin. Und ich muss gestehen, ich höre echt gerne gerade diesen Grillen hier zu. Ich liebe Grillengeräusche. Ich höre die auch total gerne im Sommer immer, wenn ich zelten gehe. Da liebe ich einfach diese Geräusche von Grillen. Ja, ich finde das extrem atmosphärisch. So, was haben wir hier stehen? Okay. Eine Warnung, ja? Ich soll hier nicht rein. Nur wer hat diese Warnung hier herangeschrieben? Wir gehen mal weiter. Gibt es hier noch etwas? Also auf jeden Fall geht der Weg hier lang. Da! Ein Tor! Da können wir bestimmt den Schlüssel nutzen, oder? Ja, komm! Steck ihn rein ins Loch. Steck ihn rein. Moment. So. Komm. Nutz das Ding hier. Geh hier ran. Moment. So. Nochmal rangehen hier. Steck ihn in das Loch rein. Jetzt klappt's. Okay, sehr schön. Ja, manchmal hat man ein paar Probleme damit, ihn ins Loch reinzukriegen. Aber jetzt hat's geklappt. Und die Melodie beginnt wieder. Und hier kommen wir wohl rein ins Gebäude. Nein. Light. Tür ist zu. Kann ich vielleicht den Stuhl hier nehmen? Ich würde gerne den Stuhl nehmen und den einfach mit aller Wucht hier gegen die Scheibe schlagen. Kann ich den irgendwie anheben? Nee? Schade. Nun gut, wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Habe ich eigentlich was wie eine Taschenlampe oder so dabei? Sieht nicht danach aus. Ich meine, klar. Ist jetzt nicht so, dass es hier komplett dunkel ist, aber trotzdem, ja, ein bisschen mehr Licht hat noch nie geschadet. Vor allem in Horrorspielen. Was liegt denn dort vorne? Kann ich das Rohr hier mitnehmen? Nein, das geht nicht. Und was haben wir hier? Okay. Mal sehen, ob was passiert. Moment. So, mal drehen. Wir warten mal ganz kurz. Okay, hier passiert nichts. Oder? Wir drehen mal noch ein bisschen länger das Ganze. Ah! Halt. Dieser Clown hier hat ein Bild von einem Haus in der Hand. Kann ich das Bild vielleicht irgendwie da abmachen? Weil guckt mal. Das sieht hier so aus, als ob da was hinten dran steht. Vielleicht eine Nummer oder so? Sieht aber nicht danach aus. Ne, ich kann da nichts mehr dran machen. Aber hier haben wir einen Stein, okay. Diesen Stein könnten wir dort hinten mal dagegen schmeißen. Dann müssten wir dort reinkommen können. Und kann ich das hier öffnen? Ne, das geht nicht. Gut. Weil hätte ja sein können, ich kann das jetzt hier aufmachen, damit ich dann hier wie so eine Art Abkürzung oder so habe. Aber nein. Gut, gehen wir mal hier vorne ran. Komm. Stein dagegen schlagen. Zack!
Was war das? Da rennt was, oder? Es hat sich so angehört, als ob etwas hier rennen würde. Meine Güte, du hinterhältige Ratte. Ich hätte einen Kammerjäger einladen sollen. Das wäre definitiv gut gewesen, ja? Ich meine, es ist noch nicht zu spät. Wir könnten zurückgehen. Oder vielleicht haben wir auch ein Handy? Dann würde ich erstmal den Kammerjäger anrufen. Der hätte hier auf jeden Fall viel zu tun. Und wenn ich schon mal dabei bin, bräuchte ich hier vielleicht auch noch eine Reinigungskraft. Was haben wir denn hier? Hier ist wieder so etwas. Okay, wir drehen da mal wieder dran. Los. Na, das soll wieder was rauskommen. Okay, da hat diesmal hier ein Iglo dort als Bild. Die Bilder haben doch bestimmt irgendeine Bedeutung. Hier haben wir eine 2 drauf. Vorhin hatten wir ja auch Nummern. Und hier geht's in einen Keller, oder was ist das? Ah, hier brauche ich jetzt eine Zahlenkombination. Okay. Da merke ich mir auf jeden Fall jetzt mal die Nummer, die hier direkt stand. Ja, hier steht eine 2. Gucken wir mal hier rum. Hier geht es auf jeden Fall auch noch lang. Mal sehen, was wir hier hinten haben. Dort ist auf jeden Fall ein Generator. Da kann ich vielleicht was dran machen. Und was haben wir hier? Ein Lichtschalter. Okay, betätigen kann ich den aber nicht. Nun gut, vielleicht muss ich erstmal den Generator ran. So. Was habe ich hier? Ich brauche hier wohl eine Sicherung oder sowas, was hier noch reinkommt, oder? Okay, ich gehe einfach mal hier ran. Mache ich hier gerade überhaupt gerade was? Kommt mir nicht so vor. Hier fehlen ja auf jeden Fall Sachen, wenn wir mal hier so gucken. Hier fehlt ein Kabel zum Beispiel. Hier sieht es auch so aus, als ob hier was dazwischen fehlt. Ja. Ich denke, wir müssen hier Teile finden, vielleicht. Mal sehen. Gucken wir hier rein. In die Dunkelheit. Das geht nicht auf. Boah, Hilfe, ey. Das ist gerade hier so dunkel. Ey, mein Herz macht das nicht mit. Was ist denn das? Wieder so ein Ding. Gut. Drehen wir mal wieder ein paar Runden. Ich drehe gerne. Los, komm hoch. Komm heraus, meine kleine Figur. Und zeige mir, was du in der Hand hast diesmal. Okay, ein Farmhaus. Ich habe gerade, glaube ich, eine Idee. So, einmal hier ran. Wir drehen mal noch ein bisschen weiter. Moment. Das klappt nicht. Moment. Ich muss hier noch mal was versuchen. Hier bitte einmal eine 7 hin. Jawohl! Es ist offen.
Nur weiß ich nicht, ob ich mich so sehr darüber freuen sollte, dass es jetzt hier offen ist. Hilfe! Hilfe! Was geht hier gerade ab? Hier ist auf jeden Fall schon wieder ein Schloss. Was haben wir hier? Okay, das Werkzeug kann ich nicht mitnehmen, so wie es aussieht. Schade. Kann ich hier wirklich überhaupt nichts mitnehmen? Irgendwas muss ich doch mitnehmen können. Jawohl, jetzt. Was habe ich da jetzt gerade mitgenommen? Okay. Damit kann ich etwas öffnen. Ich würde aber ganz gerne eigentlich diesen Schraubenzieher dort auch mal noch mitnehmen. Aber gut. Gehen wir mal wieder hier vor. Moment. Das einmal hier jetzt benutzen. Geht das? Ha, komm schon. Ah, das kann ich hier nicht benutzen, so wie es aussieht. Zumindest geht das gerade nicht, wenn ich hier benutzen drücke. Aber in der Beschreibung von dem Brescheisen steht da, ich kann damit scheinbar ein paar Türen öffnen. Dann gehen wir mal zurück zu dieser einen anderen Tür, die hier vorne gewesen ist. Und gucken dort jetzt mal. Hier, die. Geht sie auf? Ja, sie geht auf. Sehr schön. Ahaha. Sie ist offen. Oh, oh, schon wieder ein Schloss. Halt. Hab vielleicht eine Idee. Weil wenn ich mir hier das Schloss so anschaue... Das sieht so aus, als ob ich hier dieses gleiche Ding wie von vorn brauche. Hat er das nicht mehr dabei? Nein, hat er nicht mehr dabei. Ich bin gleich wieder da, mein liebes Ding hier. Ich bin gleich zurück. Kann ich das Brescheisen nochmal aufheben? Nee, ich kann das scheinbar nur ein einziges Mal nutzen. Dann gucke ich mich mal hier ganz kurz um in dem restlichen Raum. Ob ich hier irgendwo was auf dem Boden liegen habe vielleicht. Ich würde wirklich ganz gerne das Brescheisen hier nochmal mitnehmen. Selbst wenn ich es nicht brauche für die Tür. Ja, was zum Verteidigen ist halt nie schlecht, wie ich finde. Also ich finde wirklich, man sollte immer etwas zur Verteidigung bei sich haben. Ich gehe jetzt nochmal hier ran. Aber hier fehlt ja auf jeden Fall was. Ja, hier. Hier links und in der Mitte sind ja zwei solche Dinger. Und so ein Ding brauche ich bestimmt hier ganz rechts auch nochmal. Oder kann ich hier irgendetwas dran machen? Nee. Hier geht wirklich nichts dran. Ich muss nochmal ganz kurz zurückgehen in diesen einen Raum, wo wir das Brescheisen her haben. Und ich habe dieses ungute Gefühl, dass sich hier irgendwas gerade verändert hat. Weiß auch nicht. Halt, jawohl! Jawohl! Sehr schön. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Schlüssel. Gut, mit dem kommen wir dort vorne weiter. Mach die Tür mal bitte wieder zu. Dann fühle ich mich hier etwas sicherer. So, und jetzt steckt das Ding hier rein. Wir gehen mal etwas zurück. Hilfe. Mach das Ding auf. Ein Kinderzimmer, oder was ist das? Hi!
Grüß dich! Was hast du denn hier liegen? Eine Feder. Okay, ich dachte gerade, das wäre ein Messer. Und wer ist diese Frau? Hier ist noch ein Bild. Dieses Bild ist vom ersten Schultag von der Frau. Hilfe? Alter, wer war das denn jetzt gerade? War das Chuckys kleiner Bruder? Was haben wir denn hier? Okay. Mit der Hölle und so hängt das Ganze auf jeden Fall ein bisschen zusammen. Mit so satanistischem Kram. Weil hier ist ein Pentagramm. Aber was noch interessanter ist, ist die Tatsache, dass hier eine Nummer steht. Ja? 369. Und was steht hier unten? Okay. Ja, also diese Nummern hier könnten mir vielleicht doch nützlich werden. Wie ich finde. Ich schreibe die mir mal ganz kurz auf. Ich habe nämlich gerade passenderweise gerade einen Zettel hier. So, perfekt. Und jetzt gucken wir mal hier noch weiter. Moment, da ist noch mal ein Schlüssel. Schön. Was ist hier mit dem Radio? Okay, da gibt es nichts Interessantes, was man da noch hören kann. Gut. Hilfe! Okay. Das war wohl wieder Chuckys kleiner Bruder. Und ich würde gerade sehr gerne hier dieses Schloss öffnen. Und leider geht das nicht. Leider kann ich hiermit gerade überhaupt nicht interagieren. Moment. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Ein Buch. Okay, wir schauen mal rein. Okay, die Frau, die hier in diesem Zimmer gelebt hat, ja, die wollte immer Mutter werden. Und durch ein Ritual hat die ein Spielzeug zum Leben erweckt, ja. Und dieses Spielzeug ist jetzt so gesehen der ihr Kind, ja. Und das ist das Spielzeug, was wir eben hier scheinbar gesehen haben, also diese Puppe. Interessant. Interessant. Okay. Haben wir noch etwas? Kann man hier noch irgendwie was aufblättern oder so? Nein, sieht nicht danach aus. Was ist wohl mit der Mutter geschehen? Gehen wir weiter. Ich muss mal ganz kurz hier reingucken. So, diesen einen Schlüssel, den wir jetzt hier noch haben. Wo könnten wir den nutzen? Ich dachte ja eigentlich an dem Schrank. Aber an dem Schrank können wir hier nichts machen. Halt, stimmt. Hier vorne haben wir noch eine Tür. Los.
Hier einmal ran, interagier hiermit und los, öffne es. Ja, langsam aufschließen und. Hallöchen? Puppe, bist du hier? Nee, aber eine Leiter. Okay, verstehe. Und mit der Leiter kann ich. Dann jetzt nach oben. Gut. Dann mal schnell. Ah! Wo ist die Puppe hin? Wo ist die hin? Ich weiß nicht, wo die hingelaufen ist. Geh hier lang. Alter. Die Puppe hat auf jeden Fall echt Spaß hier. Die spielt auf jeden Fall gerne mit uns. Ich merk's. Nur ist dieses Spiel nicht besonders gut für mein Herz. Kuckuck! Machen wir eine Geburtstagsparty? Oh, mein Kopf! Oh, mein Kopf! Hilfe, mir brummt der Schädel! Oh! Ich brauche dringend eine Kopfschmerztablette. Aha, wo ist die Puppe hin? Oh, ich glaube, ich werde bewusstlos. Oh. Okay. Das war's. Hier endet die Demo. Wieder eine sehr geile Demo gewesen, wie ich finde. Also, Cursed Bed, ja, steht definitiv von nun an auf meiner Steam-Wishlist, so viel ist sicher. Weil das hat mir gerade gefallen. Das hat mir wirklich gerade gut gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Eindruck so zu diesem Horrorspiel ist, zu diesem Indie-Horrorspiel. Ich muss auf jeden Fall nochmal so hervorheben, das Design. Also ich mag wirklich das Design von dieser Puppe. Ja, das hat wirklich was an sich. Vor allem mit diesen zwei Seiten, nenne ich es jetzt einfach mal, von dieser Puppe, ja. Gerade eben hatte ich uns ja dort erwartet, ja. Wie so eine kleine Geburtstagsparty hatte ich ja dort oben gemacht, ja. Hatte ja zuerst diesen freundlichen Blick und danach diesen bösen. Und irgendwie dieser böse Blick, ja, der hat was vom Optischen her. Aber auch so das ganz normale, ja. Die ganz normale Version, wo es freundlich aussieht, ja. Hat wirklich was rein optisch. Gefällt mir richtig gut. Würde ich mir sogar holen als Plüschtier. Wenn es die Puppe irgendwo geben würde, ich würde die mir kaufen. Ich würde die mir aufs Sofa setzen. Ich würde die willkommen heißen bei mir. Nur sofern sie mir nicht eine Glasflasche auf den Kopf haut. Ja, das wäre natürlich nicht von Vorteil. Aber gut, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Ganze jetzt hier gefallen hat. Haut gerne einen Daumen nach oben raus, um meinen Kanal zu unterstützen und damit ich auch sehe, ihr habt Interesse an weiteren Indie-Horrorspielen hier auf meinem Kanal. Und ja, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Und halt, eine kleine Sache habe ich noch. Schreibt auch gerne in die Kommentare Vorschläge für andere Horrorspiele und vor allem für Indie-Horrorspiele. Schreibt da gerne Vorschläge in die Kommentare rein, denn ich bin da immer offen. Und ja, jetzt war es das auf jeden Fall. Schönen Tag noch, wie gesagt, und tschüssi.